Was ist das? Aufgang? Ich glaube, Sonnenaufgang. Ich weiß es gerade nicht. Ja. So. Wie schaut es hier eigentlich aus mit Nahrung? Die haben... Ja, die haben noch genug. Also die Flagge ist noch nicht oben. So. Die brauchen... Ah ja, die brauchen Holz. Miracle Wood. So. Gut, jetzt kann das nämlich auch weitergebaut werden oder schneller errichtet werden. So, was machst du da? Was hast du da in der Hand? Was in aller Welt hast du da in der Hand? Oh, das ist aber lieb. Ich gebe ihm jetzt einfach mal ein bisschen Weizen, das soll sich damit anfreunden. So, guck mal, da. Ja, nicht angucken, essen. So, sehr gut. Gut, das soll ihm natürlich schmecken, das soll er sich merken, dass es gut ist. Ja genau, ich weiß nicht, ob ich das erwähnt habe. Wenn die Kreatur was in der Hand hat und man streichelt sie, dann frisst sie das, was sie in der Hand hat. Ja, man kann sich also hier so ein paar lustige Sachen damit und so. Ja, ich habe es schon mal gemacht. Ich hab die Kreatur tatsächlich mal so einen Haufen essen lassen. Der hat dann logischerweise gespuckt. Ja, das, ich glaube, ich würde es nicht anders tun, ganz ehrlich. Miracle Wood. Aber das will ich jetzt hier nicht vertiefen. Wir müssen uns fokussieren auf den Hausbau. Oh nein, das wollte ich nicht. So. Must build home. Genau, hier steht's auch übrigens. Oder? Nee, nicht hier, sondern hier. Genau. Also. Ein Gerüst, kleines Haus. Zwei Gerüste, größeres Haus. Drei Gerüste, ein Civic Building. Also zum Beispiel nochmal so eine Werkstatt hier. Oder ein Friedhof gibt es zum Beispiel auch. Dann vier Gerüste machen ein Feld, wofür auch immer man für ein Feld Gerüste braucht, aber okay. Dann fünf Gerüste machen ein Dorfzentrum. Sechs Gerüste machen ein Fußballfeld, welches nicht möglich ist hier zu machen, weil mir da ein Patch oder irgendwie sowas fehlt. Und sieben Gerüste machen ein Weltwunder, beziehungsweise ein Wunder. Jedes Volk, also in dem Fall hier die Wikinger, die haben jetzt ihr eigenes Weltwunder. Dann gibt es noch hier die, was sind das, die Indianer, die haben auch ein eigenes Wunder. Und diese Wunder haben so ihre eigenen Fähigkeiten bzw. Eigenschaften. Ja, genau. Also das von den Wikingern, also die da hier. Das Wunder erhöht zum Beispiel die Menge an Holz, die man durch ein Wunder bekommt. Dann kriege ich praktisch nicht mehr... Dann kriege ich praktisch nicht mehr 1660, sondern mal je nachdem, wie groß das Wunder ist. Die Größe vom Wunder richtet sich nach dem Glauben, der hier am Dorfzentrum angezeigt wird. Also die Leute haben 1316 Glauben an mich übrig, wie man auch immer das messen will. Genau. So. Gut. Hier, das schaut noch gut nach Wohlkommen. Miracle Food. Die soll ja nicht verhungern. Gut. Wo ist unsere Kreatur? Die ist da. Must build homes. Wirft einfach ein Schaf rein und das verwandelt sich zu Weizen. Es ist so göttlich. Im wahrsten Sinne des Wortes. Must build homes. Aber unsere Kreatur, die ist voll gut. Die ist voll brav und... Ach, schön. Das freut mir. So. Ja, am Anfang dauert es noch ein bisschen lang mit dem Wunder da, bis es sich auflädt. Ändert sich aber natürlich, je nachdem wie viel Bevölkerung man hat. So. Ich mag noch ein paar kleine Häuserlis. Das ballere ich dann auch hier oben drauf. So. In den Winkel.
Nehmen wir uns ein bisschen Holz aus dem Wald. Einen möchte ich hier reinpflanzen, weil das sind andere. Genau, da will ich auch noch einen reinpflanzen. Da machen wir jetzt einen Multikulti-Wald draus. Gibt es denn auch irgendwo Palmen oder so? Palmen, das, die wären cool. Ich glaube, wow. Ach, guck, hier gibt's. Hier gibt's Palmen. Weird. Okay, krass. Der andere fackelt einfach mal alles ab. So, Multikulti, Palmen in einem Nadellaubbaum war ich. Also, ich weiß es einfach nicht. Oh oh, oh oh, oh oh, das ist nicht gut. Miracle Shower. Our people are going down like flies. Wow, was in aller Welt passiert hier? Krass. Okay, das habe ich so auch noch nicht erlebt. Ja, das hat jetzt unsere Bevölkerung etwas dezimiert. Naja, gut, geht sogar. Wo war ich stehen geblieben? Ah ja, genau. Oh ja, ich brauch Holz. Miracle Wood. Ah, der hat wieder ein bisschen was dazugelernt. Sehr schön. Bist du neugierig? Ja, sehr schön. Neugierde ist wichtig. Wow, auf meinem... Da, was ist das? Ein blöder Kack. Wow, es ist unglaublich laut auf meinem Headset. Ich weiß nicht, ob das mich stört in der Aufnahme. Ich hoffe es mal nicht. Ich schätze, dass ich auch gleich einen Cut machen werde, weil mich das schon interessiert, ob die Lautstärke passt oder... Ich mach mal ein bisschen leiser, ich weiß es nicht. So. Okay. Okay. Ja. Ja, so ist es. So, jetzt will ich wieder ein großes Haus. Ja, ich denke hier ist... Oder hier? Ja, hier. So, das pflanzen wir da hin. So. Construct more buildings. Ja, ja, ich bin ja schon dabei. Nerv mich nicht. So, okay. Den Platz hier, ich weiß nicht warum, aber ich habe diesen Platz immer ganz gern für einen Friedhof. Ich, keine Ahnung, so mit dem Eingang zum Meer gerichtet. One of your villages has very high desires. This isn't good news, leader. Ja, ja, ja. Lasst's mich doch mal machen hier. Nee, es ist, ich weiß echt nicht warum, aber es ist unglaublich laut auf meinem Headset. Das ist echt übel, wenn die sprechen oder allgemein die Geräusche, das ist unfassbar laut. Ich hoffe, das ist nicht so laut, dass man mich nicht mehr gescheit hört. Naja. Unsere Kreatur lernt. So muss es sein. So. Oh ja, wow, 6.500 ungefähr, also knapp. Das ist gut. Das ist echt gut. So, wie sieht's denn eigentlich bei dir aus? Hast du... Du hast nicht viel Holz. Okay, ich leih mir das mal für immer aus. Danke, ciao. So. Ja, ja. Ah ja, genau, hier kann man sehen, wie sehr die das Bedürfnis haben, dass das Dorf einfach ein bisschen größer wird. Naja. Was? Your village now truly has more room for people. Okay. Building more will encourage growth. This is a village I want to be part of. Das ist in my schön. Own village, I held the knowledge of the forest miracle. Oh ja. Follow me. Wo der halt hochkommt. Es ist. Oh mein Gott. Naja. So, und wir kriegen jetzt ein neues Wunder, und zwar das Wunder des Waldes. Dargestellt mit so einem Samen-Dingster-Bumster. Constant worship is needed to maintain it, but the wood it provides is a blessing to the people. Cool. Dankeschön. Ach, schön. So. Miracle food. Weil die Kreatur gerade hier ist. Mal wieder ein bisschen... So, Actor, okay, Heavy Actor.
Ist das ein Schauspieler oder was? Ja, keine Ahnung. Wow, die stehlen uns einfach die Bäume hier. Wahnsinn. Bevor die Palme hier wegkommt, gieße ich einfach mal ein bisschen hier wild drüber. In der Hoffnung, dass da irgendwas wächst, was uns gefällt. Was wächst da? Da wachsen zwei Laubbäume. Was wächst noch? Oh, eine Mini-Palme. Aber die wächst nicht. Warum wächst die nicht? Das ist ja doof. Naja, egal. Palmen sind jetzt sowieso nicht so gute Holzspender, wenn man das so sagen kann. Ja. Naja. Gut. Das ist hier übrigens ein Indianerdorf, habe ich ja vorhin, glaube ich, schon gesagt. Muss ich erobern. Ja, jetzt brauchen wir hier noch 476 Glauben, dass die an uns glauben. Wie man das machen kann, natürlich mit Wundern, das haben wir ja schon gesehen, oder die Kreatur einfach reinschicken, die macht dann den Rest. Aber das machen wir jetzt noch nicht, weil... Nee, das ist sonst zu viel. So, okay, hallo Kreatur, guck mal. Miracle Food. Ja. So, nimm mal ein bisschen was davon. Nein, doch nicht. Also, was ist, wenn ich so mache? Nein, nicht dagegen. Okay. So, und was ist jetzt, Da muss der schon wieder. Das ist doch ein Blödsinn. Nicht dagegen. Ja, das ist schön, dass du das versuchst. Ach, egal. Der wird schon klarkommen. So. Ja, ja. So. Ich weiß auch nicht. Ja, man sieht, es geht schon etwas schneller mit dem Wunderaufladen. Ja, ich weiß. Ich bin ja schon dabei, Häuser zu bauen. Ja, wie viele Leute haben wir denn hier eigentlich? Wir haben... Na komm schon. 56 Leute im Dorf und Platz für 32. Das ist natürlich... Ja, nicht ganz so optimal, aber das ist jetzt egal. So. Miracle Wood. 60%. Wow. Das ist unfassbar viel. Naja. So. Gut, das Haus will ich hierhin klatschen. Miracle Wood. So. Sehr schön. Gut. Sehr geil. So. Ja. Ach, ja, es ist... Es dauert immer so ein bisschen lang am Anfang, ich weiß, das nervt mich auch. Miracle Wood. Aber naja. So. Gut. Schaut's aus mit der Nahrung. Ja gut, wird 6.500. Also wir sind schon gut bei der Sache. Ich würde sagen... Ja, würde ich tatsächlich. Ich brauche... Ah ja, genau, ich brauche... Disciple Breeder. Gut. Ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter mit dieser goldenen Schriftrolle, oder? Oder... Nein, pass auf. Ich mache jetzt einen Cut. Okay? Ich hoffe, dass das Video hier jetzt nicht an einer ungünstigen Stelle oder so geschnitten wird, weil sonst muss ich natürlich... wieder ein bisschen was aufnehmen und so. Es ist immer, ach, das ist doof. Ich hab leider keinen Timer oder sowas, dass ich weiß, wie lange ich aufnehme. Aber naja,
Ja, ich mache jetzt einfach mal einen Cut. Beim nächsten Mal werde ich auf jeden Fall hier mit der Schriftrolle hier weitermachen und in der Zwischenzeit, ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm, in der Zwischenzeit werde ich hier ein bisschen mehr Nahrung reinbringen. Ich werde das Dorf auch erweitern. Genau, ich werde ein paar Häuser hinballern. Natürlich keine Häuser, die jetzt hier, also normale Wohnhäuser halt. Keine besonderen Häuser, die ihr sehen solltet, wie man sie errichtet oder so. Dass ihr da nichts verpasst. Ja, ne, aber ich mache jetzt auf jeden Fall mal einen Cut und dann prüfe ich mal die Aufnahme, ob das so passt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich wieder beim nächsten Mal. Vielen Dank schon mal fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao mit Pow! Hörst du bitte auf aufzunehmen? Warum tust du das nicht?